um den Sieg im Gelände, um die Führung in der Gesamtwertung. Der Führende nach der Dressur, Herbert Riesler, schlägt zurück mit festgehaltenem hinteren Schnieren. Erik Scherrer, der Zweite nach der Dressur, fährt außen hinteren Spünn. Die Bestzeit liegt bei 52,61. Die neue Bestzeit für Cedric Scherrer in der Spitze. 2 Sekunden schneller ist das. 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 2 Sek